Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Als Vorsitzender der Freundschaftsgruppe möchte ich mich bei meinen Kollegen bedanken, die für das demokratische Taiwan kämpfen. Und ich möchte Herrn Bütikofer zustimmen. Die One-China-Policy seit 1992 ist nur zu verantworten in einem völlig friedlichen Umfeld. Und ich wundere mich hier, was der Vorsitzende der China-Delegation, der Kollege Leinen, der jetzt weg ist, hier so tut, als sei das nur ein Statement gewesen. Nein! Es war eine hochpolitische Erklärung, die der Präsident Xi mit der Androhung militärischer Gewalt nicht allein, sondern in Anwesenheit der gesamten Führungsspitze vorgenommen hat. Und wenn diese Art der Drohung weitergeht, dann kann es für die Europäische Union nur eine Antwort geben. Wir müssen Taiwan diplomatisch anerkennen. Eine andere Sprache wird China nicht verstehen. Und wir müssen Taiwan helfen, damit die Chinesen mit ihren Druckmitteln die Taiwanesen nicht aus den internationalen Verträgen und Verhandlungen weiter hinauswerfen. Vielen Dank. Thank you very much indeed, colleague, Mr. Kellam, for one minute.